Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Jesus ja, Kirche nein. Das ist ein Slogan, der in den vergangenen Jahrzehnten Fuß gefasst hat, auch in der Kirche. Kirche wird oft nur noch als Ärgernis wahrgenommen. Wozu also überhaupt Kirche? Darüber sprechen wir heute mit dem Heidelberger Neutestamentler Professor Klaus Berger. Herr Professor Berger, die Kirche wird bei uns ja häufig wie ein Verein betrachtet oder wie eine Partei und auch nach diesen Maßstäben beurteilt. Sie ist nach Lehre der Kirche aber natürlich mehr. Sie wird als Leib Christi bezeichnet oder auch als Braut Christi. Wie kann man einem Normalsterblichen in aller Kürze diese Begriffe begreifbar machen? Man kann das vielleicht dadurch, dass man sagt, das ist wie bei einem Fußballverein. Da gibt es Fans und die Fans freuen sich und trauern mit ihrem Verein. Sie weinen, wenn der Verein verloren hat, sie jubeln, wenn der Verein gewonnen hat. Es geht um gemeinsame Siege und gemeinsame Niederlagen. Und die Kirche ist ein Verein, der eine Kompetenz hat, aus langer Erfahrung, nicht wegen der Dogmen, sondern aus der Begleitung der Menschen über den Tod hinaus. Gibt es denn in der Bibel Hinweise darauf, dass Jesus überhaupt so etwas wie Kirche gewollt hat? Ja, es gibt viele Leute, die das bestreiten, auch katholische Dogmatiker. Die verweisen darauf, dass der Begriff Kirche nur im Matthäusevangelium und dort nur an zwei Stellen vorkommt. Aber ich finde, dass Jesus die 12 berufen hat und für die 12 einen Bund geschlossen hat. Das setzt voraus, er hat nicht nur an sich und den einzelnen Christen gedacht, sondern an das Volk Gottes, das dargestellt wird durch die 12 Apostel und an den Bund. Der Bund wird nicht mit einzelnen Menschen geschlossen, nirgendwo in der Bibel, sondern immer mit allen Bezogenen, mit allen Betroffenen. Und deshalb sind es zumindest diese beiden Stellen, die darauf schließen lassen, Jesus hat auch hier wie sonst als Jude gedacht und für Juden gibt es kein religiöses Einzelgängertum. Die Kirche wird ja oft Jesus gegenübergestellt. Auf der einen Seite der verständnisvolle, der tolerante Jesus, auf der anderen Seite die Kirche mit ihrem Anspruch. Worauf gründet sich eigentlich der Absolutheitsanspruch der Kirche? Der Absolutheitsanspruch der Kirche gründet sich auf den Absolutheitsanspruch Jesu. Und es ist im 19. Jahrhundert passiert, dass man aus Gründen, die die Mode erforderte, sich Jesus vorgestellt hat als den sanften Schäfer, der das Schäfchen auf der Schulter trägt. Das ist ein falsches Jesusbild gewesen. Das hat schon Albert Schweitzer unbarmherzig, aber sehr witzig und lesbar dargestellt. Es ist das Jesusbild der neutestamentlichen Forschung im 19. Jahrhundert, das hier großen Schaden angerichtet hat. Seitdem kann man dann die Strenge der Kirche ausspielen gegen die angebliche Sanftheit Jesu. Dabei hat Jesus vom Gericht geredet. Er hat geredet davon, dass es eine Hölle gibt mit Feuer, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt. Er hat auch die Seligpreisungen gepredigt. Und viele Menschen bringen beides nicht mehr zusammen. Sie begreifen nicht, dass Liebe etwas anderes ist als Sentimentalität, sondern Liebe erfordert Konturen, dass etwas Gestalt gewinnt und da gibt es auch Grenzen.
Es gibt ja diesen gedanklichen Ansatz, siehe Lessings Ringparabel, dass alle Religionen gewissermaßen gleich Recht haben, dass sie nur verschiedene Wege zum Ziel, also zu Gott hin bedeuten. Was ist an diesem Gedanken falsch? Jedenfalls der Anspruch Gottes, wie er uns begegnet, ist der des einzigen Gottes, der sein Volk erwählt hat. Gott und Volk, das gehört zusammen. Es ist nicht irgendwie die Idee, dass es einen Gott gibt. Die hatten viele, das kann man schon bei Echnaton im alten Ägypten sehen. Aber in der Bibel passiert etwas anderes, dass nämlich dieser Gott Abraham liebt und Israel bevorzugt, und das erscheint willkürlich. Aber die Erfahrung mit den vielen Göttern in der anderen Religionen zeigt, dass dann keine Verbindlichkeit mehr entsteht. Und so ist das auch bei Lessing. Wenn man sagt, die Religionen sind alle gleichwertig, dann bin ich nirgendwo zu Hause, dann kann ich mir die Gebote aussuchen, die für mich gelten, und dann muss ich ein Leben lang, eine Ewigkeit lang experimentieren, was denn wohl gut sei.